So Leute, in 22 Minuten ist Tip-Off. Ich schaue jetzt, dass ich so schnell wie es geht reinkomme. Das ist eine Geldbeutel. Passt, danke. So Leute, wir sind im BMW-Park. Ich stelle euch gleich mal jemanden vor hier. Moin, wie geht's dir? Was sagst du, Bro? Wie geht das Game heute aus? Boah, ist knifflig. Beide Mannschaften sind gut. Istanbul hat nur, glaube ich, einen Win mehr, ne? Genau, ja. Bayern kann gleich ziehen heute. Aber ich sag dir, Francisco, auf den habe ich Bock. Der Boy macht nice Highlights, macht geile Videos, schaut auf jeden Fall vorbei. Und ja, Mann, lasst Liebe da. So Leute, kommen wir mal zum Game heute. Als allererstes kommen wir zu unseren Plätzen. Wieder mal hinter der Bayernbank, das wird fresh. Wir sind nämlich bei Q5, Reihe 4, Platz 19. Und das ist unsere View von heute. Da seht ihr schon die Bayern-Jungs. Hey! Wir sind mies am Hypen. Andi Obst ist am Start. Und wo ist er? Da. El Capitano, Vladimir Lucic. Alter Leute, die beiden Kapitäne wieder am Start. Ein paar Infos habt ihr jetzt schon bekommen und es gibt noch ein paar andere Infos. Und zwar haben wir heute einen anderen Weltmeister am Start. Justus Hollertz, ihr werdet ihn kennen. Weltmeister, muss ich auch, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Auf wen ich heute auch richtig gespannt bin, ist Shane Larkin. Der Dude ist einfach Platz 3 in der Topscorer-Liste in der Euroleague mit 17,6 Punkten und 5,5 Assists. Der Boy ist auf jeden Fall am Start. Für die Istanbul-Fans, Madik, dass der ehemalige Finals-MVP Will Clyburn heute nicht da ist, der ist verletzt. Auf den müssen sie verzichten. Ich sag's euch so, Leute. Wir hören jetzt gleich noch ein bisschen zu Drake und dann geht das Spiel los. Ich sag's euch. Ich freue mich. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Was soll ich anderes sagen? Let's go. Boah, da ist Justus Hollertz. Wird auch mit einem Applaus gefeiert, der gute Mann. Aber hat er sich auch verdient. Da seht ihr Bayern Starting 5. Edwards, Bonga, Bolmaro, Ibaka und Buka. So, let's go. Tip off. Oh. Let's go, Leute. Jetzt zählt. Every game matters. Oh! Junge! Guter Stil, Eliup. Hey! Let's go! Junge! Seit wann catch, wie sagst du, Eliups? Nee, das ist drin. Mega, schon wieder! Junge! Isaac, back-to-back Dunks, Alter. Er gönnt heute 1.000 Euro schon von ihm. 2.000 sogar. Ah, Lucic ist auch drin, sehe ich gerade. Geil. Junge, auf ihn bin ich jetzt echt gespannt. So, direkt zu Lucic nochmal. Oh, good pass. Yeah, let's go. Adek, ich glaube, ich habe schlecht gefilmt. Sehr starkes Passing von Bonga. Junge, starke Defense. Oh, was ein Pass. Es geht weiter. Und. Hey, Junge! Bayern ist heute in Gönnerstimmung. Timeout. 19:12. Alter Leute, was war das gerade für ein Pass bitte von Edwards? Letzte Minute läuft. Oh, der wäre wichtig. Oh, der wäre wichtig gewesen. 9 Sekunden noch, letzter Angriff. Was Unsportliches! Für den letzten Wurf kommt jetzt auch noch mal Shane Larkin rein. Mal schauen, ob er den macht. Wenn er einen Dreier trifft, dann ist wieder Ausgleich. Das wäre heftig. Shane Larkin hat den Ball gegen Francisco. Was macht er? Passt raus. Oh, nee, auf ihn. Kurz. Erstes Viertel ist rum. Leute, Mann, was war das für ein erstes Viertel, bitte? Komplett crazy. Erstmal der Alley-Oop-Dunk auf Bonga. Dann Bonga direkt Back-to-Back-Dunks. Dann gab es auch direkt bei Bayern 2 Blocks, aber halt gegen Bayern. Komplett krass. Was ein geiles Spiel bisher. Wir sehen uns im zweiten Viertel. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Peace. Francisco Lopez! Hey! Die nächsten 1000 Euro, Junge. Heute, ich glaube, es waren jetzt schon 6000 Euro heute, Junge. Oh. Eurostep N1! Ah, Madik. Hey! Junge! Es sind heute so viele geile Highlights, was ist eigentlich los, Mann? Oh, egal, gut. Komm, Lucic. Boah, was ein Pass. Andi. Junge! Da nimmt er den Dreier nicht selber, sondern sieht seinen Shooter. Pass raus. Splash. Besser geht's nicht. Andi Obst, noch ein Dreier, wichtig. Oh yeah! Junge, Andi ist so wet heute. Let's go! Wie wundert Andi schon?
9. Ja, 3 Dreier, ne, muss man mal sagen. Francisco, Dreier, Junge, es hagelt, es hagelt. Boah, raus in die Corner, gut. Oh, zählt, Alter. Leute, war das ein Posterdunk? Kann man drüber diskutieren? Ich würde sagen, nein. Oh, nee, nochmal raus. Ja, die Qualle, bang, bang, bang. Bayern führt mit 11 Punkten. Boah, guter Pass. Ah, Junge. Ja, Junge, den macht er dann doch noch. Edwards, gib ihm Block, bitte. Schade. 30 Sekunden noch. Thompson gegen... Oh, ja. Putback dunk. Was laufen sie für ein Play? Ah, oder doch nicht. Francisco, ja, kein Buzzer wieder. Hey! Aber er macht ihn trotzdem rein. Digga, Leute, ich hab grad gar nicht gezeigt, dass es jetzt actually der Buzzer wieder war. Ich dachte, es ist noch mehr Zeit auf der Uhr. Was eine erste Halbzeit, bitte, Mann. Crazy. No joke. Das erste Viertel war komplett krass. Vorhin gesagt, die ganzen Blocks. Ah, servus. Geht's dir gut? Ja, alles gut. Was sagst du, wie war das Spiel bisher? Talk's dir. Geisteskrank. Das ist mein erstes Spiel gewesen, also live. Geisteskrank, die Stimmung, die Bayern spielt, Defense, alles geisteskrank. Ja. Sagst du, wer macht's am Ende? Bayern. Bayern führt mit 9 Punkten. Ja, was soll ich sagen? Also bisher, das Spiel holt mich komplett ab. Wenn das genauso weitergeht wie bisher, dann kann es nur ein geiles Game werden. Shane Larkin bisher leider mit 4 Punkten nur. Also bei ihm war bisher noch nicht so viel am Start. Wenn ihr Content wie diesen feiert, ihr wisst Bescheid. Abo dalassen, liken, kommentieren. Ich hoffe, das Spiel geht so weiter. Euch viel Spaß mit dem Video schon mal und peace. Wir sehen uns im dritten Viertel. So Leute, und jetzt seht ihr auch mal, wie viele Leute erst nachträglich jetzt hier in die Halle kommen. Aber ja, egal. Oh, Ibaka for 3, bang, bang! Yeah, let's go! Boah! Er wird ja weggeräumt von Jones. Und er macht jetzt ein... Nee, macht er nicht. Ibaka jetzt auch mit 11 Punkten. Ah. 3 gegen 2. Das machen sie, müssen sie ausnutzen. Boah. Und N1 sogar. Das war sehr gut gespielt von den Türken. Ah, aua! Hey! Unsportliches! So lächerlich! Ah, sie schauen es nochmal an! Junge, schau mal, er rennt nur in ihn rein! Ja, Digga! Also, Junge, sorry, Bro, du hast einen fetten Bizeps, aber wenn das kein unsportliches ist, dann hast du kein großes Hirn, Digga! No cap! Digga, so frech! Ja, Junge! Sweet touch! So, der nächste Dreier. Junge, Bayern ist so heiß! 20 Punkte Führung. Das dritte Viertel. Istanbul, kannst du vergessen. Springen wir direkt ins vierte Viertel, Leute. Wir sagen nochmal raus. Andi, 5 für 5. Oh, aber gefoult. Aber er wurde gefoult. Wichtig. 3 Freiwürfe. Stellt euch vor, Andi wäre 5 von 5 Dreier gegangen. Boah, das wäre tough. Runter zum... Oh, Andi. Oh, der ist schwer. Oh! Junge, the bank is open. Let's go, Andi. Let's go. Let's go. Junge, da musste er selber schmunzeln, Alter. Ich glaube, den wollte er nicht so haben. Leute, mir hat gerade ein Zuschauer geschrieben, was ein Euroleague-Comeback von Andy Curry, Andy Obst. Leute, was soll ich sagen, Andy Obst. Ihr habt es gerade eben schon gesagt, Mann. Crazy Game heute von ihm. Endlich ist er wieder da. Es ist ja doch keine Teamfouls mehr zu geben. Bayern noch 5. Also Bayern muss es eigentlich runterspielen. Wenn die das verlieren, dann schwierig. Oh ja. Yeah. Oh, wieso dankt er ihn nicht drüber? Oturu mit seinen nächsten Punkten. Topscorer mit 19 Punkten. Also, der Boy ist heute echt am Start. Oh, Leute, das Spiel raubt mir echt alle Nerven. 2 Minuten noch zu spielen. Bayern führt mit 12. Ich hab's gerade auf Instagram gesehen. Panathinaikos hat in Monaco Buzzerbeater. Ciao Leben! Man hat gesehen, wie Mike James den Ball
so gegen den Korb gebrettert hat. Er war mies angepisst. Crazy. Buzzerbeater in Monaco. Am Freitag spielt Bayern gegen Monaco in München. Mike James wird so sauer sein. Das wird ein Spaß für die Bayern. Lasst ein Abo da, wenn ihr das Spiel am Freitag nicht verpassen wollt. Mike James und Kemba Walker in München. Tam. 10 Minuten läuft. Das Spiel ist durch, Leute. It's over. Was soll ich sagen? 86-71, ihr habt den Score gesehen. Um ehrlich zu sein, man muss jetzt ehrlich sagen, Bayern hat souverän eigentlich das ganze Spiel über geführt. Und ja, auch souverän das Ding gewonnen am Ende des Tages. Andi Obst war halt leider nicht Topscorer, sondern Otoru. Ich glaube, 19 Punkte hatte er. War auf jeden Fall ein krasses Spiel von ihm. Andi Obst aber auch, Leute, wirklich, was war das für ein Game. In 2 Tagen geht es schon weiter. Dann ist Monaco hier in München. Das wird auch komplett crazy. Mike James, Kemba Walker. So, Leute, das wird komplett tough. Wenn euch das Video gefallen hat, Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und viel Spaß mit dem Video. Wir sehen uns in 2 Tagen wieder gegen Monaco. Peace.